Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier bei Game Factory, neben mir steht der Rolf. Hallo Rolf. Hallo Jörg. Sumo Slam steht es auf dem Programm. Eine richtig coole Verpackung. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal rüberholen. Die muss ich jetzt einfach in die Mitte stellen, weil die sieht richtig cool aus, bevor man hier jetzt wieder gleich spielt. Auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen. Vielleicht ein paar Infos zur Altersangabe, Spieleranzahl. Ja, da hast du mich jetzt gerade erwischt. Ne? Dann drehe ich mal um und sage dir, ab 7 Jahre, 2 bis 8 Spieler. Ja, bei so einem Spiel, das so ein Stammtischspiel eher ist, mit leichtem Anspruch für Gelegenheitsspieler, also wirkliche Gelegenheitsspieler, ja. Eben am Stammtisch zum Beispiel, kannst du eigentlich unbeschränkt spielen. Die Spielanzahl wird rein durch den Punkteblock eigentlich limitiert. Es dauert 15 Minuten oder so lange, wie du einfach möchtest. Und dann würfel ich quasi die, nicht die Schweinchen, wie man sie kennt, sondern Sumo. Das hast du ja jetzt gesagt. Und ich finde es jetzt aber ganz toll, weil ich habe mit den Schweinchen immer meine Probleme, was die Wertungen angeht, weil das immer nicht klar ersichtlich ist, was man da mal, die schiebe ich mal. Das war jetzt ein super Wurf. Die waren jetzt hier. Wenn mein Kollege jetzt viele Punkte hätte schon, dann wäre er jetzt komplett auf Null zurück. Also wenn aus dem Dojo raus, also aus dem Kampfring raus, dann vorbei. Wenn einer raus ist, ist noch nicht so schlimm, aber 2 raus, dann geht es einfach wohl auf Null runter. Ganz genau. Und die Wertung, ich sehe jetzt hier gerade, das ist auch super ersichtlich. Ich muss schauen, ob das die Deutsche ist, die Deutsche. Das heißt, hier seht ihr die Wertung. Und ich habe vorhin, ich erwähne es nochmal mit dem Schweinchenspiel, damit hatten wir unsere Probleme. Wer das eine Video gesehen hat, der hat ja gemerkt, das ist ganz süß, aber die Wertungen sind teilweise unklar gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mit solchen Sumos macht es mehr Spaß, auch mit dieser Arena. Und die Übersicht ist auch besser. Also finde ich jetzt schon mal auf jeden Fall sehr witzig, witziger als das, was es bereits seit Jahrzehnten schon gibt. Das ist richtig. Es ist natürlich eine Abkupferung dieses Spiels. Ist einfach etwas mit einem anderen Setting. Es sind halt Figuren, das passt zum Thema sehr, sehr gut dazu, weil eben Sumo ringen, Sumo werfen. Ne? Wir sagen ja, es ist kein Würfelspiel, es ist ein Wurfspiel. Es, ne? Es ist cool. Also und, es hat schon einen hohen Aufforderungscharakter. Es ist jetzt also auch möglich, tatsächlich den Champion zu legen oder auch den Kopfstand. Wie beim anderen Spiel, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, das darfst du tun. Aber da ist es auch nicht so einfach, gewisse Positionen zu erreichen, aber die Freude, wenn man es dann wirklich erreicht, ist natürlich umso größer. Wir haben dann auch... Oh. Ah, Wir haben dann auch im Spiel verschiedene Spielvarianten. Es gibt eine Spielvariante, wo nach jeder Runde der Kreis kleiner gemacht wird, weil da kannst du das ja immer individuell einstellen. Das ist ein Band, wo man ziehen kann. Genau, richtig. Und dann gibt es noch 2, 3 andere Spielmechanismen, die man anwenden kann. Also man ist da relativ flexibel. Und was halt auch cool ist, diese kleine Dose hier, das ist unsere Travel Box to go, wie wir sagen. Hier kannst du alles, oh ja, Entschuldigung. Hier kannst du alles reinpacken und dann hast du das dabei, wenn du unterwegs bist. Eine kleine Übersicht, die ist halt für das große Spiel, den Block. Da musst du halt den Bierdeckel nehmen oder was auch immer. Ja. Wann gibt es denn das im Handel? Ab März. Also, wie gesagt, wir sind ja schon fast beim März angelangt, also da braucht er nicht lang warten. Ja, ich finde es cool. Ich bin gespannt. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, das kommt cool an und ich glaube, euch gefällt es vielleicht auch. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, aber es sieht witzig aus und ich sage herzlichen Dank dir. Gern geschehen, danke. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.